Da, seht nur! Unser Champion! Er ist ein Traumstern! Kommen Sie, staunen Sie, sehen Sie zu, nächsten Sonntag. Das grandiose Esserlebnis am Gründertag. Seht die Helden eurer Heimat, Patrick Starr, wie er dem fiesen Fresser Oswald McNulty von drei Käfern weiter den Mund bietet. Und seht, wer den Bürgergürtel erringt. Sag, darf mein kleiner Junge dich mal was fragen? Bist du denn dieser tapfere Mann, der den Gürtel zurück nach Bikini Button bringt? Inspirierende Worte. Ich hab den Auerfuß vom Spielplatz, weißt du? Ja, ja, ganz toll zurücktreten. Erzählt es allen euren Freunden. Wie geht's denn so? Fünf kurze Minuten, um sich so viele Burger einzuverleiben, wie sie können. Und seid ihr bereit? SpongeBob, ich will das nicht machen. Dann lass es doch, Mr. Krabs hat sicher Verständnis. Es riecht nach Meuterei. Was ist eigentlich los hier? Ich will so nicht essen, das verletzt meine Geschmackgefühle. Gar kein Problem. Hier. Was ist denn das jetzt? Das ist eine Rechnung für alle Krabbenburger, die du während des Trainings gegessen hast. Ich hab nicht gewusst, dass die was kosten. Tja, ich hab das genauso wenig gewusst, bis du dich entschlossen hast, das Wettessen zu verweigern. Und das bedeutet, deine Trainingsburger sind jetzt ganz normale Restaurantburger. Solltest du die Herausforderung aber doch annehmen, könnte ich mir vorstellen, diese kleine Rechnung hier einfach zu zerreißen. Und vergiss nicht, all die Leute da draußen, die hinter dir stehen und auf dich zählen. Na gut, ich mach's für den kleinen Jungen mit dem Auerfuß. Du hast dich richtig entschieden, Junge. Die Glocke ertönt, nun wird gegessen. McNulty geht früh in Führung und lässt Burger um Burger verschwinden. Wie eine Maschine ist der kleine Kerl von drei Käfern weiter in einem beängstigenden Tempo. Doch was ist das? Patrick Starr scheint wie paralysiert zu sein. Was machst du denn da? Ich berechne dir gleich diese Burger auch noch. McNultys Vorsprung ist riesig. Er steht kurz vor einem Rekordsieg. Patrick? Ich glaub ganz fest an dich, Patrick. Doch was ist das? Nun fängt doch Patrick Starr an, die Platte zu putzen. Sehen Sie, wie dieser Seestern ist. Er holt immer weiter auf. Und nun spürt McNulty seinen Verfolger im Nacken. Selten sah man ein so spannendes Schlingen, ein so faszinierendes Futtern. Schwindelerregende Mengen an Burgern verschwinden in den Mündern. Und nun, ja, ja, Patrick Starr hat mit Oswald McNulty gleichgezogen. Und mit einem Unentschieden geht es in die letzte Minute. Beide Esser sind nun extrem vollgestopft. Doch sie machen weiter, wenn auch langsam. Und man fragt sich allmählich, ob nicht irgendwann eine Grenze überschritten ist. Und, beide Esser haben aufgehört. Kurz vor Ende herrscht Gleichstand an verputzten Burgern. Und keiner der beiden scheint weitermachen zu können. Oh, was ist das? Ein Zusammenbruch von McNulty. McNulty ist am Boden. Es riecht nach Unentschieden. Keine Chance, es ist vorbei. Ich kann nicht mehr. Der Geschmack, vergiss nicht den Geschmack. Der Geschmack. Was ist das? Patrick Starr hat sich von seinem Platz erhoben und zeigt in die Mitte der Menge. Nein, warten Sie. Er zeigt zu einem kleinen Jungen mit einem Auerfuß. Meine Damen und Herren, er zeigt auf seinen Mund, wie um etwas anzudeuten. Hier, nimm ihn, Champ. Du kannst meinen haben. Und er isst ihn. Er isst ihn. Der Patrick Kater hat ihn aufgegessen. Patrick Starr hat gewonnen! Der Gürtel ist zurück in Bikini Bottom! Der Gürtel ist zurück in Bikini Bottom! Bitte sehr, Junge! Du hast ihn dir wirklich fett verdient! Yay! Mein Glückwunsch, Patrick Hator! Und, wirst du den Titel nächstes Jahr verteidigen? Nein, das Ding da passt nicht mal richtig! Aua! Mein anderer Fuß! Hey!
Kommt der Herbst dieses Jahr nicht ein bisschen früh, Sandy? Ja, es ist gerade mal kurz nach Juni. Es ist noch nicht Herbst. Oh, ich glaube, mein Baum stirbt. Klasse, wir können das Holz gut gebrauchen. Patrick, hör auf, ich kann ihn noch retten. Mittels Wissenschaft. Na gut. Gib mir was zu essen. Hupf du ihn auf dem Ranchhausdach. Ihr verhungert. Ich mache euch den besten Dünger in der Geschichte der Nussheit. Aha, Wachstumspillen. Nussdreck. Aha. Ja. Ich hoffe, das gibt dir wieder frischen Schwung, altes Haus. Na, da küsst mich doch die Klapperschlange. Das hier ist die größte Eichel, die ich je gesehen habe. Die sind alle so riesig. Am besten lege ich mir gleich Vorräte an. Was die Lagerung angeht, muss ich mir noch was überlegen. Ja, hallo? Wolfgang? Kannst du kurz bei mir vorbeischauen? Mal sehen, was wir draus kochen können. Gereifter Nussbrie, Geisternuss-Chili, wie wär's mit Eichelnussbutter? Ich glaube, ich krieg das hin. Wow, das würde Patrick schmecken. Was denn? Diese Eichelnussbutter ist zum Essen da. Weiß ich doch. Aua. 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 Wollt ihr nicht jeder ein Gläschen mitnehmen? Gerne. Kannst du mir noch was davon geben? Es ist schwierig, das von der Seite von mir zu essen. Ja, aber natürlich. Hier hast du den ganzen Rest. Danke, Sandy. Gut, jetzt ist wieder alles so wie vorher. Was zum wilden Wüstenfuchs? Wir lieben Eichelnussbutter. Wir lieben Eichelnussbutter. Wir lieben Eichelnussbutter. Hi, Sandy. Patrick, was soll denn das hier? Ich möchte noch mehr Nussbutter. Und wer sind all die Leute? Eichelnussbutter. Wir oh, die haben mir die Eichelnussbutter vom Rücken geleckt. Und jetzt wollen sie mehr davon. Weißt du, das Blöde ist nur, dass ich nicht genug für alle habe. Aber es ist das Einzige, was mein Junge noch essen will. Tja, ich glaube, dann muss ich wohl wieder hungrig ins Bett gehen. Ach, der arme Junge. Na schön, ich möchte ja niemanden enttäuschen. Dann lasse ich eben noch ein paar Eicheln wachsen. Gut, gib her. Wenn ich sterbe, komm nicht zu meiner Beerdigung. Also echt, soll ich das wirklich? Unglaublich. Dieser Krabbenburger ist mit ziemlicher Sicherheit die aller... Grätsch!
hässlichste, übelste, jämmerlich zubereitetste, unappetitlichste, widerlichste Perversion eines Sandwiches, die ich meinen bedauernswerten Verdauungsorganen je zumuten musste. Aber... Und ich wünsche diesem Krabbenburger und all seinen Liebhabern ein frühes und wohlverdientes Ende. Kapiert? Nein, ich kapier's leider nicht. Ein Krabbenburger ist die Verkörperung des Wohlgeschmacks. Niemand ist immun gegen seine Verlockungen. Niemand außer mir. Bist du dir ganz sicher? Sehe ich etwa unsicher aus? Nicht wirklich. Sehr gut. Und jetzt erzähl's den anderen. Komm her! Ah, er ist noch da! Mein Gott, ist das lecker! Ach, all die verschwendeten Jahre! Diese Trippelburger sind schon Kracher. Ich freue mich auf den glücklichen Gesichtsausdruck, wenn der Kunde da reinbeißt. Trippelburger Spezial! Trippelburger Spezial! Hat jemand einen Trippelburger Spezial bestellt? Der ist wohl gegangen. Tja, weißt du, lass ihn doch einfach hier. Wer weiß, vielleicht kommt er wieder. Nix da. Das ist was Besonderes hier. Das muss frisch gegessen werden. Und ich habe schon seit 20 Minuten nichts mehr in den Magen gekriegt. Also, egal wer das war, er hat jedenfalls Geschmack. Schätzchen. Ich brauche jetzt unbedingt und schlagartig einen Krabbenburger und niemand wird mich dabei aufhalten. Da sind sie. Burger-Tresor. Ah, heiliger Hammerhai. Wo soll ich jetzt anfangen? Aber das ist jetzt egal, solange nur du und ich und niemand Kadeus? Sonst... Bist du das? SpongeBob, Tag auch. Was hast du denn hier verloren? Ich fange immer morgens um 3 an, dann zähle ich die Sesamkörner. Und was machst du hier? Tja, ich hab was... Und wieso ist der Burger-Tresor offen? Oh, weil ich dachte... Und wieso hältst du einen Burger hinter deinem Rücken? Und wieso bist du so schrecklich nervös? Und wieso schwitzt du so stark? Und wieso siehst du so hungrig aus? Und... Nein, nein, es ist nicht so, wie du denkst. Das ist alles ein Missverständnis. Das musst du mir glauben. Jetzt hör mir mal gut zu. Du musst mir glauben, SpongeBob. Du stehst auf Krabbenburger, alter Schwertfisch, oder? Ja, ja, ich geb's zu, SpongeBob. Ich liebe Krabbenburger. Ja, mein Lieber, ich hab's dir doch gesagt. Einem Krabbenburger kann keiner widerstehen. Thaddäus, wie viel isst du denn da? Thaddäus! Hey, das geht nicht! Kannst nicht die ganze Burger auf einmal essen? Thaddäus! Was soll denn schon passieren? Meinst du, ich fliege in die Luft? Nein, schlimmer. Erst rutschen sie dir alle in die Oberschenkel. Ah, in die Schenkel? Und dann fliegst du in die Luft. Es ist wunderschön. Und auch Ihnen wünsche ich einen schönen Eistag. Ja, heute ist ein schöner Tag für ein schönes Eis. Und was sind Ihre Wünsche? Ich möchte Ihr allerbestes Eis für meinen allerbesten Kumpel SpongeBob. Eine exzellente Wahl. Einmal himmlisches Paradies. Kommt zur Fahrt. Oh,
Sport macht sicher nichts aus, wenn ich mal kurz probiere. Oh, dieser Coupon ist nicht mehr gültig, ist vor 2 Jahren abgelaufen. Leider gibt's dafür nichts mehr. Was? Kein Eis für SpongeBob? Ich verlange, dass mein Coupon eingelöst wird! Kindlicher Wutanfall im Mittelgang! Los, mal komm schon! Jämmerliches Geschöpf. Ich bin jämmerlich. Du armseliges, nutzloses, schäbiges. Hey, sind Sie da nicht ein wenig zu barsch? Eigentlich nicht. Sehen Sie. Nichts für ungut. Und quälen Sie ihn ruhig noch ein bisschen. Hör mal her. Ich weiß, bei wem du diesen Coupon einlösen kannst. Beim Besitzer dieses Geschäfts. Das ist der Speiseeiskönig persönlich. Der Speiseeiskönig? Oh ja, er wohnt da oben in dieser Villa. Wow. Hättest du gern einen Schubs? Ja, wären Sie wohl so nett. Hallo? Sind Sie der Kammerjäger? Nein, ich bin nicht der Koma-Träger. Ich möchte mein Coupon für ein Eis umsonst einlösen. Es ist für meinen besten Freund, aber er ist abgelaufen. Die sind alle abgelaufen, weil ich nicht weiß, welches Jahr es ist. Also ich weiß nicht mal, was irgendwas ist. Bist du klug oder dumm? Äpfel? Du Genie! Zeig mir deinen Kopf. Ich spür da gar kein Gehirn drin. Ach, das ist heute hier unten. Meins auch. High Five! Und Kumpel abklatschen. Perfekt! Du weißt also auch nicht, wie Kumpel abklatschen geht. Hey, ich weiß gar nicht, wie du heißt. Hey, du hast recht! Der könnte sogar noch gültig sein, laut dem Kleingedruckten hier. Dein Karamellcreme-Style ist nicht schlecht, Halbfett. Aber er sieht kein Wasser gegen meine Pistazien. Du wirst dir wünschen, deine Waffel wäre ein Becher, wenn ich dich so Sahne schlag. Man sagt von dir, deine Kugeln wären Kracher, aber deine Waffeln sind weich. Meister bist du nur in der Kunst der Niederlage. Löse meinen Coupon ein. Nimm das, Regenbogenstreusel. Kämpfen kannst du gekonnt und mutig. Ich erkläre deinen Coupon für gültig. Eine Kugel Schokoeis umsonst. Oh, hallo, mein Freund, was ist? Eigentlich wollte ich dir ja dieses Eis hier geben, aber es ist geschmolzen. Dafür habe ich aber wenigstens diesen herzlichen Händedruck. Oh, so ein Händedruck finde ich ja toll, aber lange nicht so toll, wie ich Eis finde. Möchtest du mitessen? Mr. Krabs! SpongeBob, was machst du hier, Minion? Ich bringe Ihnen Ihre Münze, Sie Dummerchen. Was ist das hier? Und was machen Sie hier? Gar nichts. Ich war noch nie im Leben hier. Eugene, hier ist eine Bestellung, wie üblich. Eine Riesenportion dampfend heißen Abfall. Guten Appetit. So wie üblich, Abfall, guten Appetit. Oh, ich kapiere das nicht, Mr. Krabs. Es hat wohl keinen Sinn mehr, es abzustreiten, Minion. Es begann damals während meiner Zeit bei der Marine. Ich war ein junger Seemann auf gefährlicher Mission, tief im Feindesland. Essen, Thorsten! Irgendwie im Wahnsinn der Schlacht wurde ich von der Besatzung getrennt.
Stundenlang musste ich kämpfen, schleichen und kriechen, um zum Schiff zurückzugelangen. Aber als ich endlich ankam, waren alle unsere Vorräte aufgebraucht. Oh, nur eins war noch übrig. Abfall. Und ich hatte seit mittags nichts gegessen. Der Hunger trieb ihn rein. Aber ach, dieses Aroma, süß und verfault, mit einem würzig-cremigen Gefühl im Mund. Seitdem würde ich ohne dieses Zeug auf den Affen kommen. Seit Jahren fresse ich heimlich dieses Zeug. Ja, es schmeckt mir einfach. Wohl so eine Art Überlebensstrategie. Hör zu, SpongeBob. Davon sollte keiner erfahren, hörst du? Vor allem nicht Plankton. Na, wie sieht's aus, hä? Wirst du meinen Laster für dich behalten? Dem alten Krabsy zuliebe? Klar, Mr. Krabs, mein Mund ist versiegelt. Das höre ich gern. Okay, dann bis morgen. Sal, ich hab heute einen Riesenhunger. Wie steht's mit noch einer Portion Abfall? Tut mir leid, Eugene. Das eben war meine letzte Portion Abfall. Silber! Ich mache den Abfallkübel ein für alle Mal dicht. Was? Yep, ich werde jetzt nach Shell City ziehen und versuchen, dort beim Filmboot rauszukommen. Stell dir mal vor, diese Visage auf einer Filmleinwand. Ganze 10 Meter breit. Wir sehen uns im Kino. Und wo kriege ich jetzt meinen Abfall her? Bitte schön, 3 Gerichte Abfall à la SpongeBob. Die geheime Zutat bei diesem sind Krabbenburger. Ja, und? Hä? Wahnsinnig lecker. Zu lecker. Nächstes. Um das Naturaroma von Abfall einzufangen, habe ich hierfür ausschließlich alte Schneckenstreu verwendet. Das ist zu trocken. Nächstes. Das wird Ihnen sicher schmecken. Mir auf jeden Fall. Ja. Zubereitet aus Wünschen und Liebe. Das ist zu süß. Oh, nichts davon trifft es, SpongeBob. Ich glaube, der alte Abfallmümmler braucht etwas Zeit für sich. Na schön, Krabs, alter Kumpel. Wie wär's, wenn ich dich für den Rest deines Lebens mit Abfall versorge? Wirklich? Klar doch, für einen super winzigen Preis. Die Krabbenburger Geheimformel. Das geht nicht. Nicht meine Formel. Bist du sicher, Krabs? Atme doch nur mal diesen ekligen Duft ein. Du weißt, du willst es. Zuerst will ich die Formel. Meinetwegen. Bin gleich zurück. Du und Schwammhirn, ihr findet sicher den Weg nach draußen, was? Tada! Alle ab! Gut, Mr. Krabs, weiter so. Los! Nein, nicht am Brotsatz essen. Der Abfall. Essen Sie den Abfall. Richtig. Oh, hey, Larry. Gefällt dir dein neuer Job? Larry findet ihn ganz gut. Aber ist die Kundschaft eigentlich immer so? Ach was, nicht doch. Normalerweise essen sie so. Die armen Leute, wie tragisch. Jemand muss sie mal richtig in Form bringen. Was soll es denn sein? Ich möchte einen doppelten Krabbenburger, Krabbenpommes und, Was noch? Eine Krabbencola, ein Krabben... Mein Bein!
Was kann ich hier nicht tun? Ja, ich nehme einen Krabbensalat, Dressing extra und noch mal 60 Minuten auf diesem krassen Laufband. Hier ist Ihr Wechselgeld. Hier Ihre Bestellung, mein Herr. Und vergessen Sie nicht den Beilagensalat. Ja, schieb an, schieb an, schieb an, schieb an. Ist ja gut, ich schieb ja schon. Schieb an, schieb an. Ja, geschafft. Sie haben sich einen Krabbenburger verdient. Hurra. Oh, er ist zu kaputt für seinen Burger. Ach, vergiss die Krabbenburger. Der Kram ist doch Quatsch. Aber die Leute kommen wegen der Krabbenburger hierher. Jetzt nicht mehr. Ab sofort gibt's hier nur noch Salate und Protein-Powershakes. Powershakes. Ich will probieren. Und, lecker? Nein, Larry, nein. Das macht dich doch fit. Ich will aber nicht fit werden. Ich will nur meine Krabbenburger zurück. Aber jeder will doch fit werden. Ja, fit! Also, Larry, ich finde, wir sollten wirklich wieder Krabbenburger anbieten. Die Leute lieben. Puh. Larry? Fitness, Fitness, Fitness. Thaddeus! Bewegt euch, Jungs! Powershakes raus und Herzfrequenz nach oben! Entschuldigung! Er wird uns sonst nichts scheußlich! Nichts wie raus hier! Nicht so ungut. Geh ohne mich weiter. Geh doch nicht. Ich weiß, dass Larry es gut meint, aber er macht die große Krabbe kaputt. Dies war immer ein Altar für den delikaten Krabbenburger. Jetzt stinkt's hier nach Fitness und Schweiß. Spürt, wie's brennt! Ich würde sogar Junker unternehmen. Ich hab Hunger. Mir knurrt der Magen. Was macht ihr denn noch hier? Geht lieber nach Hause. Das geht doch nicht. Zu Hause gibt's keine Krabbenburger. Ich brauche meinen Krabbenburger, Mann. Du musst mir helfen, bitte. Ja, bitte. Ja, Krabbenburger, das ist es. Diese Fitnesstypen haben vergessen, was für ein Vergnügen es ist, in den Krabbenburger zu beißen. Wir müssen sie daran erinnern. SpongeBob, du ruinierst Larrys Muskelaufbau. Larry, du ruinierst die große Krabbe. Auf sie, Männer. Feuer frei. Komm bloß her. Oh, gib her. Gib ihm einen normalen. Gib ihm den doppelten mit Käse. Folge dich dem Geschmack, Larry. Niemals! Er ist zu schnell. Wir müssen ihn ablenken. Hier, damit. Nein, du musst deinen Ellenbogen anklopfen. Fettig, pappig, speckig und labbrig. Das ist delikat. Was hättest du denn gern? Also ich glaube, ich möchte einen von diesen Business-Burgern, von denen gerade alle Leute reden. Ach ja, das Manager-Mittagessen. So nennst du das also? So zwingt mich Mr. Krabs, es zu nennen. Es ist eigentlich ein normaler Krabbenburger, bloß teurer. Und SpongeBob bindet sich eine andere Krawatte um, wenn er einen davon brät. Echt? Wow! Dann nehme ich gleich 7. Oh, das tut mir leid, mein Herr, aber das Manager-Mittagessen ist nur für Manager erhältlich. Nein, es tut mir eigentlich nicht leid. Aber mein ganzes Leben lang wollte ich noch nie was so toll wie das. Oh, seit diesem Morgen, als ich den Donut wollte und gegessen habe. Und dieser Donut war toll. Dieser Donut ist weg. Dieser Donut ist weg. Also
zunächst mal klebt noch jede Menge von diesem Donut in deinem Gesicht. Na gut, und wo ist jetzt mein Manager-Mittagessen? Kannst du nicht hören, das gibt's ausschließlich für Manager und du bist nicht mal angezogen wie ein Manager. Du könntest natürlich die offizielle Krosse Krabbe Business Krawatte für nur schlappe 10 Dollar dein eigen nennen. Echt? Und darf ich damit dann das Manager-Mittagessen bestellen? Damit allein noch nicht, nein. Aber wenn du dieses Business Krawatten-Menü bestellst, erhältst du für weitere 10 Dollar noch diese schicke Business-Brille dazu. Ich wäre ja dämlich, wenn ich das nicht machen würde. Da hast du nicht ganz unrecht. Hier sind deine 20 Dollar. Gut, und hier ist deine Brille. Danke. Also gut, dann hätte ich jetzt gerne ein Manager-Mittagessen, guter Mann. So, hier ist das Manager-Mittagessen. Na dann, wohl bekomm's. Oh Mann, das sieht ja managermäßig lecker aus. Hör mal, Karl, wieso stehst du denn um diese Zeit immer noch hier herum? Wir kommen zu spät zu dem Brainstorming-Meeting. Warte doch mal, hey, Moment, hilf mein Burger, will ich auf von Wie unsere Nachwuchskraft es gerade so eloquent formuliert hat. Wo genau sind wir gerade? Chef, wenn Sie sich das hier ansehen, werden Sie mir zustimmen, dass wir für das Cross-Marketing im Business-Sektor perfekt positioniert sind. Business. Ich erwarte glasklare Antworten und keine sinnlosen Grafiken. Was geben wir einem enttäuschten Anleger, damit er sich besser fühlt? Ein Burger? Hört euch den Typen an. Er sagt einen Burger. Das stimmt gar nicht. Also, das ist so ziemlich die allerdämlichste Idee. Das reicht jetzt, Ruhe. Sie sind jetzt alle erst mal ganz ruhig. Es ist einfach, jemanden auszulachen und mit Hohn und Spott zu überschütten, nur weil er eine Idee aufbringt, die neu und ungewöhnlich ist. Also gehen Sie einen Moment lang in sich und überlegen sich, was Ihr Kollege wirklich sagen wollte. Und weil ich ihm selbst beibringen möchte, dass ich sowas Dämliches noch nie gehört habe. Und wenn ich dafür eine sinnlose Grafik hätte? Ja, vielleicht war ich zu voreilig, was das angeht. Oh, gut. Zumindest geben Sie dem Wort unsinnig einen ganz neuen Sinn. Oh, warten Sie! Ja, und hier ist noch ein kleines Haus, wo Rauch aus dem Kamin kommt. Sehen Sie, was ich meine? Ihm gefällt meine Grafik wohl. Er lächelt mich an. So lächelt er, wenn er wirklich wütend ist. Und Ihre Flossenflächen so auf den Tisch legen, tun Sie dann auch? Ja. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber hoffentlich niemand, der nicht hierher gehört. Wissen Sie, was mit solchen Leuten im Konferenzraum 4B passiert? Also, warten Sie, nicht vorsagen. Also, ich vermute, zu essen kriegen Sie nichts. Sie kriegen keine Burger. Oder doch? Wer ist denn da? Hallo, Patrick. Hi, SpongeBob. Ich habe gehört, du bist dienstags für den Wäscheraum verantwortlich. Finde ich klasse. Ja, das ist... ziemlich klasse, hä? Weißt du, was du damit bist? Na, ein Manager! Oh, Moment! Wow! Ist das wirklich das, was ich glaube? Aha, ein Manager-Mittagessen. Ein Häftling ist aus dem Besuchsraum verschwunden. Lass uns nach Hause gehen, mein Freund. Okay, aber wer sind Sie? Wer bin ich? Nein, ernsthaft, wer sind Sie? Geschmacksrichtung probiert. Könntest du dich bitte für eine entscheiden? Nicht so schnell. Ich möchte jetzt noch alle Geschmacksrichtungen kombinieren und sie probieren. Und diesmal nimmst du bitte meinen Löffel. Sicherheitsdienst, hier ist ein Eisprobenschnorrer an der Theke. Oh. Wow, unglaublich,
dass man als taubes Nüsschen-Mitarbeiter bei der Arbeit so viel gratis Eiscreme essen darf, wie man möchte, was? Ja, aber das darf man nur in der ersten Pause. Und zum Mittag. Und in der zweiten Pause. Und zum Abendessen. Wow, Eiscreme den ganzen Tag lang. Eiscreme den ganzen Tag, den ganzen Tag, den ganzen Tag. Den ganzen Tag lang Eiscreme? Ich fange als Verkäufer im tauben Nüsschen an. Ist gut, Junge, entspann dich. Ruhig atmen und versuch dich zu amüsieren. Simsalasahne Banane bin. So, die Schicht ist zu Ende. Hallo Kinder, ich bin der essbare Karl und ich schmeck kolossal. Gute Arbeit, Neuling. Nun hast du dir die erste Pause verdient. Ich hab Pause? Darf ich jetzt Eiscreme essen? Iss so viel du willst. Hey, danke für deine Hilfe, Kumpel. Und jetzt lass uns reinhauen. Das wäre toll. Aber ich will nicht zu spät zu meiner Arbeit kommen. Und bist du ganz sicher, dass du das Eis alleine auch essen kannst? Ach, was frage ich? Viel Glück, mein angestellter Freund. Oh, ich habe nur noch 2 Minuten Pause. Nur 2 Minuten zum Eis essen. Ich hab Hirnfrost! Fünf Milliarden Jahre später. Das ist ja noch mal gut gegangen. Hm? Ah, du bist gefeuert! Ah. Ist nicht schlimm. Ich habe sowieso eine Laktoseintoleranz. Ladida. Friede, Freude und Eiscremekuchen! Seien Sie gegrüßt, junger Herr. Sagen Sie, Sie kennen nicht zufällig diesen Seestern, der unter diesem Felsen da drüben wohnt? Was? Ich kenne keine Seesterne. Und selbst wenn ich diesen angeblichen Seestern kennen würde, wüsste ich genau, dass Patrick keine überzogenen Büchereibücher hat. Tja, es ist zu schade, dass Sie Patrick Star nicht kennen, denn ich bin vom königlichen Ministerium und habe ein Geschenk für ihn. Oh, was ist es? Wer schenkt einem was, das so scheußlich schmeckt, hä? Das liegt daran, dass es getragen werden sollte und nicht gegessen. Erlauben Sie mir, Ihnen etwas zu zeigen. Mal sehen. Was ich hier in den Händen halte, ist ein Familienstammbaum, der Jahrhunderte zurückreicht, Sir Patrick. Was aus Ihnen einen Abkömmling königlichen Blutes macht und damit einen König. Nun wird es Zeit, mich wieder ins königliche Ministerium zu begeben, wo ich Ihnen stets zu Diensten stehen werde, Euer Hoheit. Wow, Patrick, das ist großartig. Was denn? Na, du als König. Was ist ein König? Weißt du, als König kriegst du alles, was du nur willst. Echt jetzt? Alles, was ich will? Heißt das zufällig auch, dass wir irgendwo was zu essen kriegen? Euer Wunsch ist mir Befehl, Euer Majestät. Seid gegrüßt, liebes Volk. Lasst uns frohlocken, denn hier kommt er, euer neuer König.
König will Happa, aber schnell. Was ist hier schon wieder? Ja, na sowas, was kann ich für dich tun, Patrick? Der König würde... Klappeschwamm! Ich rede mit dem reichen Herrn hier. Also ich hätte gern 10 Krabbenburger, ein Fischtran-Mischig, eine große Pommes. Ich hätte da eine bessere Idee. Ein Buffet eines Königs würdig. Echt lecker. Hör mal, Patrick, im Leben eines jeden Mannes kommt die Zeit, da er sesshaft wird. Du weißt schon, mit einer Frau, Kindern, einem Schwiegervater, dem man sein ganzes Geld gibt. Ja, ja, klingt klasse. Ich brauche noch ein bisschen mehr Ketchup. Wie wär's, wenn du stattdessen die Rechnung bezahlst? Oh, tut mir leid, Mr. Krabs. Aber so ja nun nicht. Als König vom Bikini Bottom habe ich das Recht, alles zu verlangen, was ich will. Ich glaube, so war das doch. Das ist korrekt. Alles, was du willst und alles ist geschenkt. Alles geschenkt! Keiner kriegt in meinem Restaurant was geschenkt, König oder nicht. Hey, willst du das da essen? Hatte ich eigentlich vor, warum? Ich will das. Hey, was gibt dir das Recht, meine Sachen zu essen? Sag du es ihm, SpongeBob. Ich weiß nicht so genau, ob es darum beim Königssein geht. Ich dachte, du hättest gesagt, ich kann alles kriegen, was ich nur will. Patrick, was ist denn plötzlich mit dir los? Keine Ahnung, was du meinst. Weißt du, Mr. Krabs wird sich sicher schon wundern, wo ich bin. Und was? Und wie soll ich sagen, es ist so, dass du dich ziemlich idiotisch benommen hast. Aha. Ich dachte, du wolltest sagen, ich hätte meine Macht missbraucht. Wer sagt, dass ich meine Macht missbrauche? Ich steck die ganze Stadt ins Gefängnis! Meine Autorität anzuzweifeln ist Verrat! Das ganze königliche Reden macht mich ganz furchtbar durstig. SpongeBob? Mich dürstet nach einem kühlen Nass. SpongeBob? SpongeBob! Hä? Oh weia, die Leute sind alle verschwunden. Ich bin ganz allein. Gut, dann hol ich's mir eben selbst. Klopf, klopf. Hey, ein Klopftopf wird's toll. Wer ist da? Du, wer sonst? Versteh ich jetzt nicht. Ich bin du und du bist ich. Ah, was ist das hier geworden? Ah, ein Monster, ein Monster! Sie sind's also. Hier, nehmen Sie. Ich will Sie nicht mehr. Sie hat mich in ein Monster verwandelt. Oh, ich glaube, ich weiß, was hier vorgefallen ist. Patrick, solch große Macht bringt auch große Verantwortung mit sich. Hast du eine Ahnung, wovon ich gesprochen habe? Nein. Nun, wie dem auch sein mag, ich bin gekommen, die Krone zurückzuholen, denn so wie es scheint, hast du wohl doch kein königliches Blut. Ich habe hier einen Kaffeefleck entdeckt und dessen Entfernung enthüllt, dass Sir Gary der wahre Erbe der Königskrone ist. Tja, nun sieh sich einer das an. Gary, du bist königlich. Mau. Und sie sind ein bisschen anders, aber der Geschmack kommt mir bekannt vor. Also, das kannte ich noch nicht. Geht's Ihnen denn noch gut? Ihnen wachsen Sesamsamen auf dem Rücken. Was wird denn das? Oh, 4 von denen waren einfach zu viel. Ein Burger! Alle verändern sich davon! Ich muss ganz schnell hier raus! Es ist mich!
Ernsthaft, Krabs? Ist das jetzt etwa deine neueste Werbemasche? Ist dir wirklich nichts Besseres eingefallen, Eugene? Ich meine, du verschwendest sogar echte Gürkchen an dieses billige Kostüm? Das ist fast schon eine Beleidigung, wenn du mich fragst. SpongeBob, sag mal, was soll das werden? Wie soll denn die Kundschaft jetzt hier reinkommen? Da draußen ist keine Kundschaft. Das sind Krabbenburger-Zombie-Monster, die alle zwingen, sie zu essen. Wir beide sind die letzten Überlebenden. Was, Krabbenburger-Zombies? Ja, das glaube ich erst, wenn ich sie sehe. Mir geht's schon viel besser. Oh ja, das ist es. Abfall ist die Lösung. Oh, ein Burger. Nein, es ist Abfall! Was war denn das? Ja, ja! Ich muss die Dosis erhöhen. Ja! So, und 3, 2, 1. Oh, mein Schädel. Ich hatte mir doch geschworen, nie hier zu essen. Oh, Mann, so viel zu Burgern aus dem Labor. Sehen Sie, Mr. Krabs, wahre Delikatessen brauchen keine wissenschaftlichen Nachbesserungen. Der Original-Krabbenburger ist perfekt, genauso wie er ist. Ja, irgendwie schon. Ich muss sagen, so ein Vintage-Krabbenburger wäre jetzt ziemlich cool eigentlich. Ja, Vintage-Krabbenburger rocken! Genau das tun sie, aber hallo. Und in den nächsten 3 Minuten kosten alle Vintage-Krabbenburger nur doppelt so viel. Yeah! Hey, wo wollt ihr denn hin? Wer räumt denn jetzt den Dreck weg? Mal probieren. Riecht das nicht gut, SpongeBob? Du hast doch schon seit Tagen nichts im Magen. Und was ist mit dir, Patrick? Ein großer Junge muss doch essen. Aber ihr kriegt nichts. Und weißt du auch warum, SpongeBob? Weil eure Vereinspräsidentin eine Muschel ist. Hättet ihr auf mich gehört, dann hättet ihr was zu essen, Obdach und ein prasselndes Feuerchen. Aber nein, ihr hört auf eine sprechende Miesmuschel. Und die erzählt Blödsinn! Als ob die Lösung für all eure Probleme einfach so aus dem Himmel fällt. Ha, ha, ha. Einfach so aus dem Himmel. Ha. Alter Schwede, wir fallen gleich einfach so aus dem Himmel. Wir müssen die Ladung abwerfen. Hoch auf die magische Miesmuschel!
SpongeBob, ihr seid ja wirklich ziemlich gut ausgestattet. Ein Geschenk der magischen Miesmuschel. Das sieht alles unglaublich lecker aus. Oh, Räucherwürste, mein Lieblingsessen. Tja, hör mal, SpongeBob, das mit vorhin, da habe ich nur ein bisschen rumgealbert und ich meine, ich bin doch immer noch Mitglied im Club, oder? Und als Club, da muss man doch zusammenhalten und dann dachte ich mir, dass Thaddeus? Ja, ja? Einmal Mitglied, immer Mitglied. Auf den Club! Wenn er mich jetzt kurz entschuldigt. Was esse ich zuerst? Die Spaghetti, den Truthahn, die Suppe, die Dosenwurst? Warum fragst du nicht die magische Miesmuschel, Thaddeus? Na sicher, sonst noch ein Wunsch. Da frag ich vorher den magischen Zehennagel. Aber Thaddeus, stellst du etwa die Autorität der magischen Miesmuschel in Frage? Die Muschel hat uns dieses Fest mal erst ermöglicht. Diese markengeschützte Muschel ist der Grundpfeiler unserer Organisation. Vielleicht ist er ja gar kein Jünger. Hey, ich glaube, ihr versteht mich ganz falsch. Ich liebe dieses, Stückchen Plastik. Hallo erstmal, magische Muschel. Ich frag mich, ob ich zuerst, diese leckeren Spaghetti oder den Truthahn essen soll. Keins von beiden. Oh, na dann, und was ist mit der Suppe? Ich glaube eher nicht. Krieg ich überhaupt was zu essen? Nein. Nein? Was heißt hier nein? Ich bin am Verhungern. Lass mich mal versuchen. Magische Miesmuschel, darf Thaddeus was von diesem super leckeren, extra dick belegten Sandwich essen? Nein. Darf ich dieses super leckere, extra dick belegte Sandwich essen? Ja. Oh ja! Tut mir echt leid. Gib das her. Kann ich was zu essen haben? Nein. Kann ich was zu essen haben? Nein. Kann ich was zu essen haben? Nein. Kannst du auch was anderes außer Nein sagen? Frag doch einfach nochmal. Kann ich etwas zu essen haben? Nein. Thaddeus, alles in Ordnung? Vielleicht sollten wir die Muschel fragen, ob es ihm gut geht. Hallo! Ist da jemand? Hallo! Hallo! Braucht ihr vielleicht Hilfe? Ich bin gerettet! Sie wissen ja gar nicht, wie glücklich ich bin, Sie zu sehen. Seit Wochen bin ich der Wildnis ausgeliefert mit diesen beiden Blödmännern und ihrer magischen Miesmuschel. Magische Miesmuschel? Meinen Sie sowas? Die magische Miesmuschel, ein Clubmitglied! Oh Mann. Meine Muschel hat mir gesagt, dass ich euch retten soll. Ein Hoch auf die magischen Miesmuscheln! Also gut, magische Muschel. Und was sollen wir jetzt tun? Gar nichts. Geheiligt sei die magische Muschel! Oh Mann, eine fliegende Torte. Wahnsinn! Und da kommt der Tortendrache! Das war ganz schön knapp, was, Leute? Fantastisch! Er kommt zurück! Eine Torte, Mann! Warum verfolgt er uns? Warum? Warum? Was? Nein! Patrick! Lass die Torte los! Böser Patrick! Aus! Oh, ich wollte aber eine fliegende Torte! Nimm stattdessen das! Sorry für den Umweg, Freunde. Jetzt sind wir wieder auf Kurs. Oh.
die wachsen hier oben aber gut, SpongeBob. Oh, komm her. Sehen wir diesen hungrigen Strandgiraffen zu, wie sie versuchen, miteinander zu kommunizieren. Nein, nein, warte, ich nehme den... Bestellen Sie bitte jetzt endlich, mein Herr. Hier warten noch eine Menge Kunden. Die haben nicht ewig Zeit. Oh, jetzt tätsch mich nicht. Fast hatte ich's. Was ist der Typ dumm? Wozu Walnuss bleibt mein Mittagessen? Ihr Service ist noch lahmer als ein dreibeiniger Hund in einem Meer aus Grütze. Meine Kundschafterschaft. Okay. Wieso geht's nicht voran, Mr. Menschstakel? Woher soll ich das wissen? Fragen Sie Ihren pingeligen Burgerbrater. Mit Leuten wie ihm und diesem Deppen werden wir den Ansturm am Mittag nicht überleben. Ach, tatsächlich? Das werden wir ja sehen. Du bekommst die Nummer 3 mit Käse. Oh nein, aber das wollte ich doch gerade bestellen. Ich nehme die Nummer 3 mit Käse. Musst du nicht irgendwo anders als Vollpfosten arbeiten? Nicht vor 4. Jimbo! Ich habe ein Restaurant voll hungriger Kundschaft da draußen. Die wartet auf Burger. Mr. Crisp, Sie wissen doch, Crispy Burger serviert man nur, wenn sie gut durchgebraten. Crispy Burger werden durchgebraten, ja, das kann ich euch verraten. Crispy Burger werden durchgebraten, damit sie nicht missraten. Ich liebe diesen Kerl. Schluss damit! Tut mir leid. Mach die Schiffchenburger klar zum Auslaufen. Oder du kannst auf die andere Straßenseite segeln, in den Krümeleimer. Ja, Mr. Crisp kommt nicht mehr vor, Mr. Crisp. Tut mir leid. Also dann, Truppen, bereitet euch auf den Kampf vor. Yeah! Riesenburger! Papa! Oh, diesen Wahnsinns-Pfannwender nehme ich mal unter die Lupe. Der Käse fehlt. Patrick, hilf mir! Oh, ich komme sofort, mein Freund! Steig nie aus dem Bus, Patrick. Steig nie aus dem Bus. Hot Jim und Hugo. Ja. Echt fantastisch. Es ist Mittagspause. Oh, war das köstlich. Ich liebe das Oberflächenessen. Kumpel, du hast da was übersehen. Danke. Hey, Thaddeus, rate mal, wer hier einen Job hat. Und du rate mal, warum? Kriege ich jetzt meinen Preis? Du musst erst mal dafür arbeiten. Eigengrütze. Das Menü für Tisch 1. Aber jetzt müsste ich doch meinen Preis kriegen. Noch nicht. Du musst erst das Tablett zu dem Gast bringen. Mach ich. Ja, fast. Einfach nochmal versuchen und darauf achten, dass das Essen auf den Tisch kommt. So, Retter? Nein. Reifisch Mist.